Shalom und Gottes Segen zusammen. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um die ein oder andere Person gehen soll, die ich bisher in noch keinem meiner Videos erwähnt habe, weil zugegebenermaßen sie mir bis vor einigen Tagen noch fremd waren. Und vielleicht kennt ihr die Person und vielleicht habt ihr schon von denen gehört, aber am Ende des Videos möchte ich euch ein Gemälde zeigen, das aus meiner Sicht nichts anderes repräsentiert und zeigt als einen Dämon oder eine dämonische Gestalt. Aber zuvor wollen wir uns den Maler dieses Bildes einmal anschauen. Und das war Charles James Sindelar, 1875 geboren, 1947 gestorben. Über ihn heißt es, Charles James Sindelar war ein amerikanischer Illustrator und Maler, der sich später auf religiöse Kunst konzentrierte. In den 1930er und 1940er Jahren produzierte Sindelar Kunstwerke für die IM-Aktivität der Saint-Germain Foundation. Im Jahr 1940 war Sindelar einer der Angeklagten im IM-Mail-Betrugsprozess, insbesondere in Bezug auf die Behauptung der Gruppe, Jesus habe persönlich für sein Porträt vor Sindelar gesessen. Zum einen eine Gotteslästerung, wir wissen, man soll sich kein Bild von Gott machen, aber hier behauptet Sindelar, Jesus habe sich vor ihn gesetzt, damit er ein Porträt von Jesus malen könnte. Ja, gut, das ist natürlich ein Widerspruch zur Bibel und eine weitere Gotteslästerung aus meiner Sicht, diese ganze Saint-Germain Foundation, die mit einer IM-Aktivität zu tun hat und damit verbunden ist, denn IM, auf Deutsch ich bin, beinhaltet natürlich auch etwas, was mit dem Namen Gottes zu tun hat. Denn als Mose Gott fragte, wie der Name Gottes sei, den er den Kindern Israels verkündigen sollte, antwortete Gott im 2. Buch Mose 3,14, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Denn Gott ist, war und bleibt der ewige Gott und wird sich nicht ändern. Ich bin, der ewig bleibende, das ist mit dem Namen Gottes verbunden, also ebenfalls eine Gotteslästerung von diesem Herrn Maler Sindelar. Aber wir schauen uns dann, was weiter über ihn gesagt wird. Aufpassen. Die Ballards gaben an, dass andere aufgestiegene Meister, einschließlich des Grafen von Saint-Germain, ebenfalls für Sindelar posierten und behaupteten weiter, dass Sindelar die Reinkarnation von Leonardo da Vinci sei. Norman Robert Westfall, der als Mahatma Amtsumata schrieb, schrieb Sindelar zwei weitere Porträts zu, eins von Jesus und eins von Maitreya. Und dieser Maitreya ist nichts anderes als so eine Art New Age Esoterik Guru und Messias, der alle Religionen der Welt vereinen will, verschmelzen will zu einer einzigen Weltreligion, damit alle eins werden im Maitreya. Aber das sollen wir nicht tun, wir sollen ja alle eins werden in Jesus Christus, so wie der Vater und der Sohn eins sind in einer Einheit. Und wir sehen hier Begriffe, aufgestiegene Meister, Reinkarnation und so weiter, alles esoterische Begriffe. Aber dieser Graf von Saint-Germain, wenn das irgendwie ein Gemälde sein soll, das realistisch wäre, ist es schwer vorzustellen, denn Charles James Sindelar ist ja 1875 geboren, aber der Graf von Saint-Germain ist 1784 gestorben. Das heißt, Charles Sindelar kann gar nicht den Grafen von Saint-Germain gesehen haben, weswegen er also eine tote Geistvision gesehen haben müsste. Aber auch das widerspricht der Bibel, denn im 5. Buch Mose 18,10 heißt es, es soll niemand unter dir gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt, Zeichendotterei, Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister bannt oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn laut Bibel, die Toten wissen nichts, haben kein Bewusstsein und wenn sich Tote als irgendwelche aufgestiegene Meister oder Geister manifestieren, dann sind das dämonische Erscheinungen laut Bibel. Davon hat ja auch König Saul, der erste König Israels, Gebrauch gemacht. Aber schauen wir uns mal diesen Grafen Saint-Germain etwas genauer an. Warum hat denn dieser Maler Sindelar ausgerechnet ihn porträtieren wollen, sozusagen? Über diesen Grafen heißt es, der Graf von Saint-Germain war ein Abenteurer, Hochstapler, Alchemist, Okkultist und Komponist. Saint-Germain spielte in verschiedenen Freimaurerzirkeln, die damals im Deutschen Reich den Zugang zu einflussreichsten Kreisen ermöglichten, damals wie heute, man weiß es nicht, man ahnt es nur, er spielte da eine bedeutende Rolle. Keine Nebenrolle in den Freimaurerzirkeln, eine bedeutende Rolle. Und
Ich zitiere Wikipedia, weil das auch Informationen sind, die man auch danach nachverfolgen kann natürlich, und das mache ich auch. Deswegen in der New World Encyclopedia wird außerdem berichtet: Der Graf von Saint-Germain war ein mysteriöser Gentleman, der im 18. Jahrhundert unter den königlichen Familien Europas auftauchte, bekannt als der Wundermann. Einige sagen, er sei sogar der Gründer der Freimaurerei gewesen. Und das war mir bislang unbekannt, dass dieser Graf von Saint-Germain auch der Gründer der Freimaurerei gewesen sein soll, laut einigen jedenfalls. Und übrigens, natürlich hat Saint-Germain nichts mit dem Fußballverein Paris Saint-Germain zu tun, sondern mit dem, was daraus gemacht wurde, nämlich mit einem auferstandener Meister, wird ja heute noch gechannelt von New Agern und Esoterikern. So wird außerdem in der New World Encyclopedia berichtet: In mehreren New Age-Bewegungen wird er als Avatar des Wassermann-Zeitalters identifiziert und gilt als aufgestiegener Meister auf Augenhöhe mit den größten spirituellen Lehrern der Geschichte. Mehrere zeitgenössische Gruppen in esoterischen und New Age-Traditionen ehren Saint-Germain als einen Christus-ähnlichen aufgestiegenen Meister mit paranormalen Kräften wie der Fähigkeit, sich zu teleportieren, zu schweben, durch Wände zu gehen, was ja auch Jesus tat, und Menschen telepathisch zu beeinflussen. Auch hier New Age-Begriffe wie Avatar, Wassermann-Zeitalter, aufgestiegener Meister und vor allem Christus-ähnlich soll dieser Saint-Germain sein. Ich würde eher antichristlich-ähnlich sagen, wenn überhaupt. Aber wir schauen uns an, wir sehen ja auch hier, dieser Saint-Germain soll ja also einige Wunder vollbringen. Schauen wir uns an, was Jesus sagt zu diesem aufgestiegenen Meister, beziehungsweise über die Endzeit auch. In Matthäus 24, 24 und Johannes 13, 13. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Denn unser Meister, unser Christus, ist Jesus Christus und einen anderen kennen wir nicht. Schauen wir uns mal an, was die Okkultistin Helena Blavatsky, die sich auch mit Saint-Germain und den ganzen aufgestiegenen Meistern beschäftigte, was über sie gesagt wird. Nämlich, dass die Meister der alten Weisheit erleuchtete Wesen sind, die ursprünglich von der Theosophistin Helena Blavatsky identifiziert wurden. Dennoch, sie hat schon über diese aufgestiegenen Meister und Wesen berichtet, auch sie hat ja Kontakt mit ihnen und von diesen Dämonen wurde sie inspiriert und hat dementsprechend auch ihre Werke niedergeschrieben. Aber diese Weisheit, diese erleuchteten Wesen, ist nicht die Weisheit Gottes. In Jakobus 3, Vers 15 heißt es, dass es nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich nicht etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und deswegen ist eben etwas zu unterscheiden, nämlich die Weisheit. Auch Luzifer war weise, aber seine Weisheit hat dazu geführt, dass sein Glanz verloren gegangen ist und er gefallen ist und am Ende auch im Feuersee landen wird, laut Bibel. Also Weisheit oder Erkenntnis schützt nicht vor Fall, aber natürlich die Weisheit Gottes, die hat auch gute Früchte, gute Werke. Bevor wir uns das Bild anschauen, dieses Malers Sindelar, wie dieser aus meiner Sicht Dämon aussieht, wollen wir uns mal anschauen, was dieser Saint-Germain, dieser aufgestiegene Meister, der ja gechannelt wird, samt seinen Botschaften, zu sagen hat der Menschheit. Nämlich in A Pearl of Wisdom, also die Perle der Weisheit, Volume 28, Nummer 14 aus dem Jahr 1985, nachzulesen auf Englisch auf der Seite summitlighthouse.org. Ich zitiere sozusagen den Meister, in Anführungsstrichen Saint-Germain: Geliebte Herzen, Chaos ist im Land und es ist höchste Zeit, dass eine Bewegung zur Rettung der kleinen Kinder entsteht. Das Kind ist das Gefäß des Menschenkindes und derjenige, der wirklich das Licht Christi trägt. Das Kind, das der Sohn Gottes werden wird. Werden wird? Ich dachte, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er sagt: Wer hat Jesus verlassen? Wer hat ihn den Handlangern des Herodes überlassen? Ich war derjenige, der von einem Engel des Herrn besucht wurde. Und wir flohen in der Nacht und zogen uns nach Ägypten zurück,
als die männlichen Babys getötet wurden. Also dieser Saint-Germain ist ebenfalls irgendwie Jesus selbst oder hat sich in der Zeit befunden und das heißt, er hat schon gelebt über 2000 Jahre lang. Naja, ist ja halt ein Dämon. Denn ich, Saint-Germain, werde durch die Straßen dieser Stadt und dieses Landes gehen und ich werde meinen Mantel über diese Kinder legen und es ist eine Aura des Lichts, wieder ein esoterischer Begriff, diese Aura des Lichts, Chakra Makra, ich gebe ihnen vielleicht das spirituelle Licht, aber wer wird die physischen oder sie physisch retten? Wer wird die Flamme der Freiheit sein, die beginnt das oder die Fundamente einer Nation im Herzen des kleinen Kindes zu errichten? Na, die Freiheit, die Flamme der Freiheit, dafür steht auch die Freiheitsstatue der Lichtträger Sol Invictus alias Lucifer. Aber wir sehen hier auf jeden Fall einiges Esoterisches wieder und diese Botschaft, die klingt ja eigentlich sehr positiv, wenn man das so sieht, und das ist auch nicht verwunderlich, wenn wir uns anschauen jetzt, was die Bibel dazu sagt. Und auf diesem Bild rechts sehen wir diesen Meister, den wir gerade gelesen haben, sozusagen, Meister Saint-Germain, gemalt von Charles Sindelar. Und da muss man sagen, so stellen sich ja auch viele Jesus vor, und der sieht ja auch nicht böse aus, sieht weise aus. Und so sehen die Dämonen aus, auch am Ende der Tage laut Bibel, denn 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener, die Dämonen, sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit in Saint-Germain, Erzengel, Raphael und so weiter. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Deswegen sollen wir uns nicht täuschen lassen von diesen Lichtwesen. Wenn die Dämonen kommen, werden sie nicht sagen, oh, wir wurden jetzt leider vom Himmel auf die Erde verbannt, wir sind eigentlich dämonische Geister, aber wollt ihr uns vielleicht nicht trotzdem eine Runde anbeten und Götzen für uns machen? Nein, sie werden als Engel des Lichts, als Bewohner ferner Planeten kommen, bekannt als Außerirdische. Was glaubt ihr, warum so viele außerirdische Filme seit Jahren und Jahrzehnten produziert werden? Tja, wir werden sehen, was bald auch im Himmel werden Zeichen geschehen, sagte Jesus, und sie werden bald eintreten. Deswegen müssen wir das Licht erkennen, die Finsternis meiden. In Hiob 30, 26 und Jesaja 5, 20 heißt es, ja, ich habe auf Gutes gehofft, auch vielleicht in der New Age Bewegung, und es kam Böses. Ich wartete auf das Licht, auf Erleuchtung vielleicht, und es kam Finsternis. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären. Denn das ist natürlich nichts Gutes in diesem Fall und überhaupt. Jetzt schauen wir uns mal an, auch was in Zukunft geschehen wird laut Neuem Testament. Und das ist auf jeden Fall schon länger der Fall. Aber wir schauen uns auch was wir tun sollen. 1. Timotheus 4,1 und Epheser 5, Vers 14. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und das ist die wahre Erleuchtung. In Jesus Christus haben wir das wahre Licht der Welt und werden laut Bibel nicht an der Finsternis wandeln. Und deswegen gilt es an alle Esoteriker. Ich habe mich früher vor 15 Jahren auch damit beschäftigt. Und ich kann nur sagen, so schön, sich diese Lehren dieser Botschaften von Frieden und Erleuchtung und außerkörperliche Erfahrungen und Chakren öffnen und so weiter auch anhört. Es führt nicht zur Wahrheit, nicht zum ewigen Leben, denn das haben wir nur im wahren Messias Jesus Christus, der bald ans Tageslicht kommt in Gänze und dann baut er das Königreich Gottes auf, denn er ist der König, der Messias, der Meister, der Sohn Gottes, das Licht der Welt. Er ist Jesus Christus. Amen und Gott segne euch in seinem heiligen Namen.